Hallo und herzlich willkommen zu einem Tutorial von mir. Heute zeige ich Ihnen Schritt für Schritt, wie man ein verlorenes iPhone, iPod Touch oder ein iPad wiederfinden kann. Die Voraussetzungen sind: Erstens, das verlorene Apple-Gerät muss das Betriebssystem iOS 5 und einen Internetzugang besitzen. Ob es Internet per Wi-Fi oder 3G bekommt, ist in diesem Fall egal. Zweitens, das verlorene Gerät muss mit deiner Apple-ID angemeldet sein und Sie müssen die ID und das Kennwort kennen. Drittens, es muss aktiviert sein. Ist der Akku leer, kann man es nicht orten. Um das Gerät zu orten, müssen Sie ein zweites Apple-Gerät besitzen, auch mit Internetzugang und mit einer anderen Apple-ID. Fünftens, Sie müssen sicher gehen, dass in den Einstellungen bei iCloud dieser Button bei dem verlorenen Apple-Gerät aktiviert ist. Ist eine der fünf Voraussetzungen nicht erfüllt, kann man das Gerät nicht orten. Zuerst nehmen Sie das zweite Apple-Gerät, was in diesem Fall dieses hier ist bei mir, und öffnen dann den App Store. Dann klicken Sie bitte einmal hier unten auf den Suchen-Button. Dann geben Sie bitte Folgendes ein: Mein iPhone suchen. Diese Gänsefüßchen sind in diesem Fall nicht wichtig. Danach wählen Sie bitte die allererste Option von Apple und laden diese schließlich kostenlos herunter. Das Ganze sieht dann so aus und das öffnen wir einmal. Hier unten geben wir einmal die Apple-ID und das Kennwort ein, mit dem das verlorene Gerät angemeldet ist. Hier können wir einmal das verlorene Gerät sperren lassen, indem wir auf Fernsperre klicken. Das Gerät benötigt dann einen Code, um es zu entsperren. Wenn Sie auf Fernlöschen draufklicken, werden alle Daten auf das verlorene Gerät gelöscht. Bilder, Einstellungen, Apps, Apple-ID und so weiter. Wichtig dabei ist, dass man das verlorene Gerät dann nicht mehr orten kann. Wenn Sie auf Ton abspielen oder E-Mail senden klicken, wird dem Gerät eine Nachricht gesendet, die Sie selber konfigurieren und dürfen dabei wählen, ob der Ton abgespielt wird oder nicht. Um zu sehen, wo das iPhone jetzt liegt, klicken wir einmal hier auf den Ort-Button. Hier sehen Sie, wenn Sie genauer reinzoomen, wo es liegt. Ich möchte das nicht, weil ich meine Adresse nicht verraten möchte. Das iPhone liegt nicht exakt auf der Stelle, wo es gerade geortet wurde. Meistens sind es nur ein paar Meter Unterschied. Ich hoffe, dieses Tutorial hat Ihnen gefallen und ich konnte Sie weiterhelfen. Viel Spaß beim Orten!